ganz kurz, sagt selber ein, zwei Sätze mal dazu, wer ihr seid, was ihr macht und wenn man das auch in ein, zwei Sätzen machen kann, warum hast du dir diesen Job ausgewählt und nicht vielleicht irgendeinen anderen? Ganz kurz, wer fängt an? Ich fange gerne an. Ich bin Lehrer an der Schule, unterrichte die Fächer Deutsch und Geschichte. Und ich mache das, weil ich diese beiden Richtungen echt liebe. Das ist mein Traumjob bis heute. Ich kann quasi das tun, was ich gerne mache und ich kann auch andere davon begeistern. Deswegen bin ich mit Herz und Seele und Leib und allem, was dazu gehört, Lehrer. Welche Altersklasse unterrichtest du so? Das geht von der 5. los bis ins Abitur. Okay. Und das ist bunt gemischt. Okay, alles klar. Der Lehrer mit den Kids. Mache ich mal weiter. Zu meinem Hintergrund, vielleicht für diejenigen, die mich nicht kennen, ich bin seit meinem 20. Lebensjahr mit Gott unterwegs. Spielt vielleicht eine Rolle in der Beurteilung dessen, wie ich denke, wie ich ticke. Beruflich bin ich derzeit bei Bertelsmann unterwegs und verantworte eine Business Unit. Die macht knapp 11 Millionen Euro Umsatz im Jahr und beschäftigt derzeit 78 Mitarbeiter. Und die Frage ist wirklich spannend, wieso mache ich das? Ich kann sie aus dem Stand nicht wirklich systematisch mit einem Satz beantworten. Also ich denke, ich bin geführt worden dahin. Also es ist nie mein Ziel gewesen, genau das zu machen, was ich jetzt gerade mache. Das heißt, es war eine Folge von verschiedenen Ereignissen und irgendwann bist du da angekommen? Ja, genau. Also ich habe einige Stationen hinter mir. Was sicherlich meine Absicht war, irgendwann mal in der Informatik tätig zu sein. Also Bertelsmann Avator ist ein IT-Unternehmen. Wir entwickeln Software, komplexe Lösungen und vertreiben diese. Das war schon so das Ziel, Informatik, aber das in einer bestimmten Stufe oder bestimmten Aufgaben zu machen, da hatte ich eigentlich keine Vorstellung, als ich da einstieg. Aber du liebst deinen Job? Ich liebe meinen Job definitiv. Ich liebe Herausforderungen. Ich liebe es, neue Dinge zu tun, etwas Neues zu erschaffen. Das war mal so meine ursprüngliche Freude. Wieso gehe ich in die Softwareentwicklung? Da kann man etwas Neues kreieren. Ein Ding, das denkt augenscheinlich und ein Ding, das reagiert und tut, was man ihm sagt. Und man kann sogar ein paar Schritte im Voraus mitteilen. Das hat mich begeistert. Und so bin ich eigentlich in der Branche gelandet. Ja. Okay, da hast du es einfacher als ich. Natürlich war das, was ich will. In der Tat. Wenn die Komponente Mitarbeiter wegzulassen wäre, dann würde ich dir zustimmen. Okay, gut. Dann gehen wir mal hier zu dieser Seite. Nein, Eduard, fang doch mal an. Ja, die Demut hier. Ist klar. Fußvolk halt. Ja, also ich bin bei Phoenix in der Messtechnik. Ich bin Messtechniker. Mein Job ist es, Teile zu messen, 1,5 mm mal 2 mm mal 6 mm, manchmal auch dicke Klopper, so 120 mm. Ich beschäftige mich viel mit sehr, sehr filigranen Teilen. Bin da recht glücklich. Und warum ich den Job mache? Weil ich meine Familie durchfüttern muss. Welche Teil, wie kann ich mir das vorstellen? Angefangen von Klemmen, Federöffner, Pusher, Zischstecker, Phoenix halt. Und du misst, ob die korrekt sind oder was? Ja, der Kunde bestellt Teile, wir liefern Teile und ich muss gucken, ob das, was der Kunde bestellt hat und das, was wir liefern, ob das übereinstimmt. Oder ob das irgendwie, einmal war es sogar, es wurde so bestellt und du wurde spiegelverkehrt geliefert. Weil die Zeichnungen waren interessant und mein Job ist die Erstmusterprüfberichterstellung. Das, was der Kunde bestellt hat, das, was wir liefern, ist das identisch. Also du bist eine Prüfstelle. Qualitätssicherung so ein bisschen in diese Richtung, nur eben bei neuen Kunststoffwerkzeugen. Okay, ein sehr detaillierter Job. Und jetzt kommen wir hier zu Johann. Was hast du zu sagen zu dir und warum du das machst, was du tust? Ja, bin 40 Jahre alt, mache Entwicklung und Konstruktion als Selbstständiger, mache das schon seit 11 Jahren und ich kann mir nicht vorstellen, Angestellter zu sein. Also du, aber du hast keine Angestellte, hast du gesagt, oder? Genau, ich habe mittlerweile keine Angestellten mehr, sprich One-Man-Show.
One-Man-Show. Also, du bist, Freelancer, ne? Also ich habe aber damals einen Spruch zugehört, so eine One-Man-Show, du bist dein eigener Angestellter, nur du hast den schlechtesten Chef. Ne? Damit muss ich leben. Ne? Okay, ist dein Chef sehr hart zu dir? Wir kommen gut klar. Ihr kommt gut klar, okay. Die Chefin zu Hause. Achso, die Chefin sitzt zu Hause. Okay, gut. So, da haben wir schon mal ein bisschen Einblick, was der Hintergrund ist. Eine Frage. Das Wort Beruf, ihr habt jetzt alle einen Beruf, irgendwie. In der Bibel sprechen wir sehr viel über Berufung. Interessanterweise fast dasselbe Wort. Der Stamm ist dasselbe Beruf und irgendwo Berufung, das ist noch irgendwo eine Zusatzform, das ist halt eben, wie du dazu kommst. Würdet ihr sagen, hat euer Beruf etwas mit, was ihr geistlich als Berufung versteht, zusammen? Oder ist Berufung was irgendwo, irgendwas Frommes, Abgehobenes, hat nichts mit eurer Arbeit zu tun? Hat einer eine Antwort dazu? Wie siehst du das? Also ich denke, das gehört für mich jedenfalls zusammen. Ich habe das große Glück, dass ich genau das machen kann, was ich, glaube ich, gut kann und was auch meinen Interessen entspricht. Und von daher kann ich das während meiner Arbeit ausüben, habe da privat sowieso Interesse dran und lebe im Grunde genommen parallel zu meinem Alltag mein Leben auf der Arbeit mit meinen Interessen. Also das geht so Hand in Hand. Und ich denke, das ist etwas, was man durchaus als zwei Seiten einer Medaille sehen kann. Wie würdest du überhaupt, oder wie bist du dann zu dieser Berufung, wie hast du das entdeckt, dass das dein Ding ist? Interessanterweise war das meine Mama, die mir das zum ersten Mal gesagt hat. Die gesagt, ich glaube, du könntest das. Ich habe mich da eigentlich nie mit beschäftigt. Also du könntest was? Gut unterrichten. Ah, okay. Und dann, das war zum ersten Mal, wo mir der Gedanke kam, ich wollte eigentlich Sparkassenfachwirt werden. Bin ich glücklicherweise nicht geworden. Und dann habe ich erst angefangen, mich damit auseinanderzusetzen, was das bedeutet. Die Fächer mochte ich sowieso. Aber der Kontakt zu Menschen, der fiel mir schon schwer, diese Öffnung und dieses Transparente von einer Gruppe von Menschen zu stehen, da Inhalte weiterzugeben, eine gewisse Selbstsicherheit aufzubauen. Fiel dir schwer? Das fiel mir unglaublich schwer. Ich weiß noch, wie ich da mit zittrigen Beinen vor einer Klasse stand zum ersten Mal. Und trotzdem war es deine Berufung? Oder hast du empfunden, dass es deine Berufung ist? Obwohl ja, weil du dich nicht wohlgefühlt hast dabei? Nein, also vorher habe ich mich nicht wohlgefühlt. Als ich dann da stand, dann war das wie weggeblasen und ich habe eigentlich gemerkt, wie mir das gefällt. Okay, coole Sache. Erst hast du Bammel gehabt und plötzlich springst du rein und eigentlich ist es super cool. Gut, haben wir noch einen Impuls zu Beruf oder Berufung? Eduard, was hast du dazu? Wir haben natürlich zu Hause über das Thema geredet mit meiner Frau. Und sie sagte gleich, was ist denn unsere Berufung? Ich habe Werkzeugmechaniker bei Weidmüller gelernt, eine tolle Ausbildung. Ich habe später Theologie studiert, wir waren in der Bibelschule Brake. Und da war für uns die Berufung, wir wollen in den Dienst gehen. Wir wollen nicht Missionare werden woanders. Ich habe mir nie vorgestellt, irgendwo als Pastor eingestellt zu werden. Aber für uns war klar, unser Schwerpunkt wird in der Gemeinde sein. Und so habe ich nie dahin gezielt, einen Techniker zu machen oder zu studieren oder sowas, sondern meine eigentliche Berufung ist, mit Menschen zu arbeiten, am besten in der Gemeinde. So habe ich den Job immer gesehen, der muss meiner Persönlichkeit entsprechen, ja, aber meine Erfüllung, meine Berufung hole ich mir nicht aus dem Job, sondern meine größte Leidenschaft ist, in der Gemeinde zu arbeiten. Mit Leuten, Helmut erzählt über Geschichte, ich möchte den Leuten was Sinnvolles erzählen. Danke. Das ist so unsere Berufung, die wir als Ehe... Du kannst gerne an dem Teilchen revanchieren, ne? Das ist das, was wir als Familie versuchen zu leben. Wobei das, was ich in der Firma mache, ich bin vom Typ her eher ein Stetiger. Ich liebe nicht die ganz großen neuen Herausforderungen. Ich weiß genau, wo ich morgens hingehe. Ich weiß meinen Schreibtisch. Ich weiß, was mich ungefähr erwartet. So entspricht das durchaus meiner Persönlichkeit. Und das dem, wie Gott mich geschaffen hat. Ich sehe meine Berufung aber eher im Dienst an den Menschen, egal ob es jetzt hier ist, in der Gemeinde oder auch der Pastor in der Firma. Als ich hier ausgestiegen bin, ich war 4 Jahre hier in der schönen Aussicht eingestellt als Pastor. Als ich dann zu Phoenix gekommen bin, wussten alle, das ist der Pastor.
Und ich durfte da predigen, ohne dass sie es mir übel genommen haben, weil er ist ja der Pastor. Und das war echt hilfreich. So habe ich meinen Job da gemacht, konnte aber meine Berufung mit Menschen da ausleben und auch hier. Wow, coole Sache. Mir fiel gerade ein, ich habe euch alle vorgestellt, Thema Berufung, für mich persönlich auch ein sehr spannendes Thema. Fiel mir gerade auf, als ich so darüber nachdachte, ich habe mich gar nicht richtig vorgestellt. Also ich bin Axel Fischer, bin auch Pastor hier, aber ich habe eigentlich noch nicht mal in dem klassischen Rahmen Theologie studiert. Ich war Gärtner und habe dann verschiedene Jobs gemacht und bin dann auf eine Missionsschule gegangen und bin dann in die Mission gegangen. Dort haben wir ein paar 20 Jahre Missionsarbeit gemacht, Gemeindearbeit gemacht, Barmherzigkeitsdienste gemacht. Viele Menschen in der Mongolei, wo ich gearbeitet habe, waren arbeitslos. Am Anfang war das sehr toll für die Gemeindearbeit, weil du sagtest, ey, wir haben ein Meeting, alle waren da. Hat ja sonst nichts zu tun, ne? Dann hast du gesagt, komm, wir bauen die Kirche, super, alle waren da, alle bauten die Kirche. Und dann irgendwann merkten wir, aber keiner hat Geld. Und alle haben Probleme. Und dann irgendwann haben wir angefangen zu sagen, wir müssen für Arbeit beten. Und die kriegten tatsächlich Arbeiten, aber keiner mehr in der Kirche. Da dachte ich, oh Gott, was ist jetzt los? Und irgendwo merkte ich dann, okay, dass Gott hat unser Gebet erhört und hat sie wieder in die Arbeit, auch in die Gesellschaft geführt. Und wir merkten, die haben echt massive Probleme gehabt. Ich meine, Arbeitsklima in Mongolei war ein bisschen anders. Vor allen Dingen für die Leute, was du Fußvolk nennst, irgendwo heißt das teilweise 7 Tage die Woche 12 Stunden für 200 Euro im Monat, wenn es hochkommt. Also richtig Blut lassen. Wir merkten, vieles ist falsch in der Gesellschaft, tickt nicht richtig. Und dann haben wir uns der Gesellschaft zugewandt. Ich habe dann eine Akademie angefangen, um in dem Arbeitsbereich hinein zu lehren. Unter anderem das Thema Berufung. Du musst dein Ding finden, nicht nur irgendeinen Job machen und dich durchleiden wie ein Sklave, sondern irgendwo lebe das, was du empfangen hast, deine Gaben, lebe die aus. Und wir haben gemerkt, wie viele Leute sich entwickelt haben, vernünftige Jobs kriegten und die Akademie läuft heute noch. Wir beraten viele Firmen. Ist eine tolle Sache. Das Thema Berufung. Lebe deinen Traum. Wie siehst du das? Lebst du deinen Traum? Lebst du deine Berufung? Oder? Also ich kann mir nicht vorstellen, morgens um 8 einzustempeln und um 16 Uhr auszustempeln, sag ich mal so. Um 6 Uhr. Oder 6 Uhr und dann bis 14 Uhr, genau. Okay, aber was ist der Unterschied außer der Uhrzeit? Du stempelst gar nicht aus, du arbeitest 24 Stunden selbstständig oder wie? Nein, ich habe schon mal geregelte Zeiten, sage ich mal, mittlerweile. Am Anfang war es anders. Aber wenn dir die Arbeit Spaß macht, musst du einfach nicht mal aufhören. Okay, deine Arbeit macht dir Spaß? Definitiv. Immer? Das willst du nicht machen. Bestimmt nicht immer, oder? Ja gut, die Phasen hat man immer, sage ich mal, ne? Oder eben, da hat jeder mal irgendwo. Aber ich sage mal so, es ist das, was ich schon seit Jahren machen wollte. Was ist da drin deine Berufung? Ja, so wie Anatol das sagte, das Neues zu kreieren. Nur ich mache es halt in der Hardware, nicht in der Software. Okay. Also neue Produkte zu entwickeln, Produkte zu optimieren, die vorhanden sind. Und das ist das, was einem Spaß macht. Super, ich meine, so wie Gott, ne? Der hat auch Neues kreiert. Gut, geniale Sache. Mike, wir gehen mal ein bisschen weiter in einem anderen Thema, wobei Thema Berufung wäre bestimmt eine spannende Sache und ich weiß nicht, wie es für jeden Einzelnen ist. Ich fände es gut, wenn ihr euch ein bisschen reflektiert. Ich kann jetzt hier nicht jeden dran nehmen. Was wäre denn deine Berufung? Lebst du dein Ding? Wir haben hier Leute, die sehr unterschiedlich sind, aber ganz offensichtlich sich sehr solide doch positioniert haben. Also ich würde das gerne noch ergänzen wollen zum Thema Berufung. Ich habe mich dann natürlich auch gefragt, was ist meine Berufung? Und ich tue mich schwer zu sagen, meine Berufung ist Schuster oder Zimmermann oder Computerfachmann oder sowas. Ich kann mir sogar vorstellen, in einer ganz anderen Branche auch irgendwas zu machen. Ich habe über die Jahre gemerkt, meine Berufung scheint es zu sein, Verantwortung zu übernehmen und zu tragen. Das liegt mir. Und in allem, was ich getan habe, sei es Gemeinde, sei es Beruf, habe ich das dann retrospektiv beobachtet, Verantwortung übernehmen, das ist das, wo ich vielleicht sogar viel zu schnell Ja sage, wo ich aber in der Regel auch in der Lage bin, das zu tragen über einen längeren Zeitraum. Und deswegen glaube ich, sollten wir nicht jetzt nach Muster X schauen, ist meine Berufung Zimmermann, Lehrer oder Astro-Alex, sondern auch nach bestimmten Gaben und Qualitäten schauen, da ein Mapping zu finden. Das weist schon relativ stark auf eine Berufung hin. Okay, also im Prinzip, was Eduard sagte auch,
egal ob ich jetzt in der Firma bin, wo ich Teilchen messe, ich lebe da meine Berufung, weil ich dort mit Menschen bin. Du bist ja Pastor an der Firma, finde ich cool. Beneide immer alle Menschen, die dieses Vorrecht haben, beim Kennenlernen zu sagen, ich bin Pastor. Du bist sofort im zentralen Thema drin. Ne? Echt cool. Gut, Thema Wechsel, Identität und Arbeit. Viele sagen, nein, ich habe meine Arbeit nicht, ich habe meine Identität nicht, meine Arbeit. Wenn wir dann teilweise auch arbeitslose Menschen treffen, merken wir, gerade in Deutschland, ich meine, in der Mongolei war es eine ganz andere Sache, in Deutschland, du kannst als Arbeitslose ja definitiv noch leben hier. Ne? Du verhungerst nicht, du erfrierst nicht. Eigentlich könnte man sagen, ist eine coole Sache. Ne? Laue Kugel schieben, bisschen chillen. Aber warum gefällt es keinem? Weil es fehlt was. Es fehlt irgendwie eine Bestätigung. Es fehlt eine, dass du für was gut bist, dass du irgendwo letzten Endes ja doch deine Identität hast. Und inwieweit ist es gut, seine Identität in der Arbeit zu haben oder inwieweit ist es Käse? Oder wenn das nicht unsere Identität ist, angenommen, jetzt bin ich, sagen wir, was weiß ich, Sportler, verletze mich, ja, war meine Identität als Sportler schon dahin. Worin haben wir unsere Identität oder was ist gut? Inwieweit ist es gut, Identität zum Beispiel auch in der Berufung zu haben oder worin habt ihr eure Identität? Als ich darüber nachdachte, sagte ich, nö, also mein Job ist überhaupt nicht meine Identität. Ich weiß nicht, ob ich eine Umfrage machen darf, aber wer von euch würde sagen, er kann sich oder sein Job trägt was zu seiner Identität mit bei? Bei wem wird das so sein? Manche zögerlich. Ich habe gesagt, nee, mein Job nicht. Und beim Nachdenken habe ich gedacht, doch. Nicht die Teilchen, sondern was ist meine Stellung deiner Abteilung? Was kann ich leisten? Was bringe ich mit ein? Und wenn man ehrlich ist, oder wenn ich jetzt ehrlich bin, ist es für mich durchaus wichtig, was ich mache und wie ich das mache und mit wem ich das mache. Und wer das sieht und beurteilt, wie du das machst, oder nicht? Ja, das wird ja beurteilt. Und das ist, wenn ich ehrlich bin, für mich doch relativ wichtig, dass man sagt, oh, das war gut, oder wenn es mal nicht gut gelaufen ist, was ja immer wieder vorkommt, Teile oder die Zeichnung war zu kompliziert, wie ich ja was übersehen oder sowas, dass man ein Feedback hat, ein ehrliches. Aber für mich ist es schon wichtig. Eduard macht seinen Job gut, ja, er auf ihn ist Verlass, er kann Verantwortung übernehmen. Ich bin unter meinesgleichen, sag ich mal, der bisschen der Leiter, ich bin nicht der Vorarbeiter, aber wenn was ist, dann kommen sie alle zu mir. Über die Jahre hat sich so herauskristallisiert und ich habe mehr oder ich nehme mehr Identität daraus, als es mir eigentlich bewusst war. Wenn man darüber nachdenkt, merkt man, oh, mir wäre es nicht ganz egal, was würde ich da tun. Sondern es ist schon, ja, Eduard ist der Chef. Ist er nicht der Chef, aber doch, gehen Sie mal zu Eduard. So ist das, wenn ich ehrlich bin, schon wichtig. Okay. Noch ein anderes Statement? Es ist schwierig, aber ich glaube schon, dass bezogen auf mich, das auch irgendwie miteinander korreliert. Mein Beruf, meine Stellung im Beruf und meine Persönlichkeit. Ich bin eigentlich der Mensch, der es liebt, demütig zu sein und bescheiden zu sein. Wer mich kennt, der, glaube ich, kann das bestätigen. Aber dennoch, Erfolg haben tut etwas mit einem Menschen. Und es ist egal, auf welcher Ebene dieser Erfolg stattfindet. Wenn du dir was vornimmst und du erreichst es, du machst ein Häkchen dran und es gelingt dir immer wieder, das stärkt einen, das gibt einem Selbstbewusstsein, Selbstsicherheit, das nächste Ding anzupacken. Daher denke ich schon, hängt es zusammen. Auf der anderen Seite, ich kenne einen Christen, er hat viele Jahre als Hausmeister in einer Gemeinde gedient und es war auch sein Volltagsjob. Er tat es mit Herz und Seele. Er hatte sehr konkrete, strenge Vorstellungen von allem, was er so tat.
und war wirklich begeisterter Hausmeister. Ich hätte fast gesagt, das ist seine Identität. Und er ging dann irgendwann in Rente und ich traf ihn im Supermarkt und ich sagte, wie erlebst du das so mit dem Rentner-Dasein? Du, sagt er, Rente ist eine... Und ich hatte fast den Eindruck, er wollte dieses Jugendwort verwenden, aber er sagte, eine gute Erfindung. Und ich sah förmlich diese Identität von der Person zum Job, die war irgendwie gar nicht mehr da. Also das ist eine vorübergehende Erscheinung, glaube ich, diese Identifikation. Aber es formt die Persönlichkeit definitiv. Ich kenne Menschen, die haben vom Eintritt in das Berufsleben wirklich nur auf Karriere hingearbeitet. Da glaube ich, die Persönlichkeit ist getrieben von dieser Identität mit der Karriere. Ich habe dieses natürliche Verlangen nicht, nur immer höher, höher, höher und besser, besser und Macht, mehr Macht. Aber trotzdem Einfluss hat es definitiv. Reißt man schon fast das nächste Thema an, Karriere. Steht ja auch hier oben drauf. Hast du noch was zur Identität? Und ja, ich erlebe das nämlich jeden Tag, dass das was mit mir macht. Ich habe nämlich den Job, dass ich, wenn ich merke, ich bin schlecht vorbereitet, ich gehe in die Klasse, dass mir die Schüler das sofort spiegeln. Also so wie ich drauf bin, das, was ich leiste in dem Moment, das wird aber eins zu eins sofort gespiegelt. Und das macht natürlich etwas mit mir. Ich möchte in meinem Job gut sein, weil ich das Fach spannend finde. Aber noch viel wichtiger ist für mich, das hat mir mal mit einer Kollegin drüber gesprochen, dass ich Multiplikator sein kann. Ich kann nämlich andere Menschen von dem, was mir wichtig ist, begeistern. Und das ist nicht nur Geschichte, Eduard. Das ist auch Grammatik. Aber eigentlich geht es gar nicht so sehr um die Fächer, sondern es geht um die Herangehensweise an Dinge. Wie löse ich Probleme? Wie ist meine Einstellung auch zu Dingen? Manchmal ist es wirklich stinklangweilig, auch für mich. Aber da zu zeigen, Leute, pass mal auf, manchmal muss man sich durchbeißen durch solche Dinge, die kann man dann. Und dann gewinnst du etwas für dein Leben. Und das spiegelt sich natürlich in meiner Identität wieder. Wer möchte ich sein? Auch in den Augen der Schüler. Wie trete ich auf? Und das spiegelt einen Teil meiner Persönlichkeit wieder. Aber das bin nicht ich in Gänze, sondern nur ein Teil von mir. Also der Beruf, den ich ausübe, den ich gerne mache, die Tätigkeit, die ich ausübe, die spiegelt einen Teil meiner Persönlichkeit wieder. Meine Frau sagt mir manchmal, jetzt komm mir nicht so geschäftig und bossmäßig. Dann merke ich, okay, der einstündige Weg vom Büro nach Hause hat noch nicht gereicht, um die Rolle abzulegen. Da muss man dann noch mal tiefer einsteigen. Okay, vielleicht noch mal, bevor wir weitergehen, Thema Identität. Wir hören hier viele gute Sachen. Ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ihr die Sachen so hört, ob ihr euch damit eins machen könnt. Vielleicht hat ja der ein oder andere auch mal Probleme, auch mit dem Spiegeln irgendwo. Der Spiegel kommt nicht so gut zurück. Zu Hause, auf der Arbeit, der Erfolg meldet sich nicht so an. Vielleicht geht ja der eine oder andere mal auch durch eine Identitätskrise. Und du fragst dich eigentlich, was mache ich hier? Wer bin ich überhaupt? Warum bin ich hier und nicht da? Ich wäre gern da und ich bin hier und ich wünschte, ich hätte das, aber ich habe nur das. Ich wünschte, und alles ist anders und du denkst, so ein Mist. Gibt es irgendeinen unserer erfolgreichen vier hier, die auch schon mal durch sowas gegangen sind? Als ich in die Messtechnik eingestiegen bin, das weiß ich noch, das ist sehr präsent, weil das so ein Erlebnis war. Firma Ahlhorn in Lübeck, bei Espelkamp, da bin ich eingestiegen in Messtechnik. Da hat man mir so ein Kunststoffteil gegeben, 2,7 cm lang, 1,5 cm breit, 1,5 cm hoch. Dann haben sie mir eine Zeichnung gegeben, so ein fettes Ding, und da waren 250 Messpunkte. Und diese 250 Messpunkte musste ich an diesem Teil messen. Und das war ein Vierfachwerkzeug, also musste ich viermal das Ganze messen. An so einem kleinen Teil. Und ich habe mir die Zeichnung angeguckt und habe gedacht, Eduard, entweder du wirst bekloppt oder du wechselst den Job. Ich bin geblieben. Das erklärt vielleicht einiges. Und da habe ich gedacht, das kann doch nicht sein. Was machst du hier überhaupt? Und das war für mich echt eine Krise. Wo ich gemerkt habe, beiß dich durch, auch das Ding ist zu schaffen und da kommst du auch durch. Danach war ich einige Jahre hier als Pastor eingestellt, danach bin ich wieder in die Messtechnik gegangen und ich glaube, mit diesen Herausforderungen auch Teile
oder durch Zeiten zu gehen, wo man sagt, boah, das geht gar nicht. Da geht man durch, man muss Zähne zusammenbeißen. Ich glaube, es ist ein Märchen zu sagen, mein Hobby ist mein Beruf. Einige schaffen das, hoffentlich mehr als ich glaube. Aber ganz viele machen einen Job, weil sie den Job machen müssen. Es passt hoffentlich zu ihrer Persönlichkeit. Und wenn diese harten Zeiten kommen, dann muss man einfach Augen zu und durch. Und dann kommen auch wieder normale Zeiten. Und wie gesagt, da hatte ich die eine Situation, wo ich dachte, ich drehe durch. Als Selbstständiger ist es bestimmt auch mal, du machst was eigenverantwortlich, du bist für alles verantwortlich, du hast nicht einfach dein Gehalt am Ende des Monats, du musst sehen, dass die Sachen reinkommen. Ich könnte mir vorstellen, du hast auch mal schlechte Monate, vielleicht sogar schlechte Jahre gesehen. Hast du dich dann nicht hinterfragt, warum in aller Welt mache ich so, bin ich so blöd und mach das? Könnte ich nicht einfach irgendwo einen Job haben, wo ich einfach mir einer sagt, was ich tue? Und bist du denn mal durch solche Sachen durchgegangen? Ich sag mal so, du bist nicht geboren und gleich selbstständig oder so. Da musst du auch deinen normalen Weg ja auch irgendwo gehen. Ne? Und ich habe schon immer so ein bisschen als Angestellter meine Schwierigkeiten gehabt mit meinen Vorgesetzten. Nicht, weil sie so gute Persönlichkeiten waren, sondern weil sie einfach nur irgendwelche Sachen vorgegeben haben, die ich machen sollte, die schwachsinnig waren teilweise auch. Und damit habe ich mich sehr schwer getan. Und das merkst du selber auch. Also entweder bist du Angestellter oder du bist Selbstständiger. Wenn du Selbstständiger bist, das merkst du vom Kopf jetzt ja auch. Das ist, du fühlst dich nicht wohl in deiner Haut, wenn du einfach nur einen Job machst, weil es dir einer sagt. Aber angenommen, hier sind vielleicht einige, die würden auch gerne selbstständig werden. Jetzt ist hier einer, der hat es gemacht, der hat es gepackt, der macht das schon viele Jahre, ist auch relativ glücklich. Aber vielleicht sind da Ängste irgendwo, was ist, wenn mir der ganze Boden unter den Füßen weggezogen wird. Wie bist du da durchgegangen oder was würdest du so einer Person sagen? Ja, sag mal so, wenn einer ängstlich ist, soll das nicht anfangen. Ist so. Ne, also entweder machst du es und du stehst dahinter oder du machst es nicht. Und wenn du halt Angst hast, dass du sich in 2 Wochen nichts zu tun hast, dann sei Angestellter und sei glücklich. Sorry, ist so. Ich kümmere mich um meine Projekte selber und ich kümmere mich auch um die Planung, um die Finanzierung und alles, was dazugehört im Unternehmen, auch selber. Und du musst einfach nur vernünftig für dich strukturieren und du musst für dich vernünftig sagen, okay, was ist Prio 1, was ist Prio 2, also ganz normal vernünftig Strukturen aufbauen, für dich alleine. Und das wird nicht hinterfragt, wird nicht geprüft, entweder machst du es oder machst du es nicht. Und wenn du es nicht machst, die Quittung kriegst du spätestens am Ende des Monats. Also ein sehr hohes Maß an Selbstdisziplin. Definitiv, ja. Jemand sagte mal, der Weg zu einem großen Ja, Karriere, bedeutet ganz, ganz viele kleine Neins. Wenn ich da ankommen will, muss ich einen bestimmten Preis zahlen und ich muss zu vielen Sachen Nein sagen. Hier kann ich jetzt nicht, weil das ist mein Ziel. Hier kann ich nicht, das ist mein Ziel und ich gehe auf dieses Ziel zu. Mich nervt es furchtbar, wenn mein kleiner Bruder aus seinem Büro Bilder schickt. Er sitzt im Hubschrauber, Sonnenaufgang oder Sonnenuntergang. Ich lande hier in Helgoland oder hier und da und ich gucke in meinem Büro. Jetzt habe ich auch Tageslicht endlich bei mir im Büro. Sonst hatten wir nur künstliches Licht und ich gucke und er landet irgendwo wieder. Und ich denke, boah, hat der's gut. Und dann wieder, wie viele tausende Euros hat er investiert? Wie viele tausende Fragen hat er gebüffelt? Bis zum Erbrechen. Er hat Mathe gebüffelt, obwohl es wirklich nicht seine Stärke ist. Und er hat alles gemacht, wo ich sage, bin ich bereit, diesen Preis zu bezahlen, um da anzukommen? Es war sein Ding. Ja, und ich bin ganz stolz darauf, dass mein kleiner Bruder Hubschrauberpilot ist. Aber bin ich bereit, diesen Preis zu bezahlen? Ein Freund ist mit 47 in Rente gegangen und dann saß ein junges Ehepaar daneben und sie sagte, boah, das möchte ich von dir auch haben. Dann habe ich gedacht, bist du bereit, deinen Mann so oft gehen zu lassen? Bist du bereit, diesen Preis zu bezahlen, um dieses Ziel zu erreichen? Und das ist für mich in der Karriere immer wieder so, jetzt selbstständig, boah, wie cool, er ist selber Chef und sonst was alles. Aber diesen Weg, den er da gegangen ist, den habe ich nie gehabt. Ich kam, Pusher, PT25, bitte messen, alles klar, hier ist der MPB, hier sind die 62, 64 Fachformen, je nachdem. Dann messe ich die Dinger. Hier ist die Maschine, Computertomograph, das Programm kann ich selber auswählen. ist auch kompliziert. Und so, bin ich bereit, den Preis dafür bezahlen? Bin ich bereit,
das und das. Oder so wie in meinem Leben, ich mache meinen Job, der meiner Persönlichkeit entspricht, um Geld zu verdienen, aber ich will da gar nicht den Preis bezahlen, sondern ich will ein anderes Leben führen. Wie gesagt, Gemeinde, Familie ist mir wichtig. Und ich habe gesagt, selbstständig, von der Persönlichkeit liegt es mir nicht, aber ich habe gar keinen Bock, mir den Stress anzutun. Meine Persönlichkeit kann es gut erdulden, in eine Firma zu gehen, meinen Job zu machen, nachher nach Hause zu gehen. Am besten noch 35-Stunden-Woche. Okay. Hammer. Sehr unterschiedlich. Thema Karriere. Sehr umstritten. Einerseits jetzt auch, wenn wir mal so, wenn ich von Gott her denke, der Schöpfer, kreativ, wie ihr schon sagtet, innovativ. Er will Wachstum, er will Leben, er will Neues. Er ist eine sprudelnde Quelle und der Bilder wären auch so viele hinzuzufügen. Und ich glaube auch zutiefst eigentlich, dass das für mich, für mein Leben, für meine bis hin zu meiner persönlichen Entwicklung, sei das familiär, gesundheitlich, aber auch beruflich, wissensmäßig, wie weit fördere ich mich? Im Know-how, lese Bücher und so weiter. Oder eben entwickle mich auch auf der Arbeit. Inwieweit ist eine Karriere eigentlich ein Zeugnis für Gott? Ey, der wächst, der produziert, der kreiert. Wo der sind, sind die Massen. Leute folgen ihm. Na, das ist auch ein tolles Zeugnis. Im selben Moment sehen wir, und das haben wir schon hier teilweise, wurde es so ein bisschen angerissen, das ist wie eine Sucht sein kann, dass du einen Preis bezahlst, nur um eine gewisse Karriere zu machen, um den Preis zu zahlen, um da Ja zu sagen, musst du Nein sagen. Du sagst Nein in der Gemeinde, du sagst Nein in der Familie, du sagst Nein an der Gesundheit, du sagst noch Nein an drei anderen Stellen und plötzlich bist du zwar fürchterlich erfolgreich, aber eine Ruine. Könnte sein, also als Klischee mal gemalt. Wo ist die Spannung? Was ist von Gott richtig? Deine Karriere? Dein Erfolg? Damit alle sagen, wow, preis den Herrn, super. Oder ist es einfach mal, nein, ich lebe meine Berufung und ich brauche keine Karriere, ich zahle einen Preis für etwas anderes. Es ist ein Spannungsfeld. Ich weiß nicht, wie jeder von euch das lebt. Ich frage mal hier, wie lebt ihr das? Wo seht ihr, ist ein Wachstum, eine Karriere Gott gewollt und auch vielleicht auch dementsprechend seid ihr sie gegangen? Oder inwieweit, nein, ich will das gar nicht. Was ist eure Idee dazu? Also ich kann ganz kurz was dazu sagen. In der Schule ist jetzt nicht so groß Karriere möglich. Da gibt es eine Grenze und das ist auch okay. Ich habe irgendwann für mich verstanden, ich hoffe, ich habe es verstanden oder ich denke, dass ich es verstanden habe, dass es gar nicht so darum geht, irgendein Amt zu erreichen, sondern dass man Meister seines Fachs wird. Also ich möchte nicht wegen mir, sondern ich möchte ein guter Lehrer sein, weil ich die Verantwortung sehe, mit den Menschen, die ich prägen und beeinflussen kann, viel Zeit zu verbringen und denen coole Sachen beizubringen. Also das denke ich, ist eine Karriere nicht auf der Stufe, sondern eine Karriere in der Breite. Und zwar als Bezugspunkt für viele junge Menschen, die wissbegierig sind, die dieses Wissen aufsaugen, die aber auch ganz genau gucken, was ist das für ein Typ da vorne, wie verhält er sich, wie reagiert er auf Störungen, wie reagiert er, wenn er so ein vorlauter Klassenclown mal wieder seine Scherzchen treibt. Da gucken die ganz genau drauf und das ist eigentlich mein Wunsch, damit vernünftig umzugehen. Wow, also ich will das einfach nochmal wiederholen, ich finde das so genial, den Gedanken, den du sagtest, Karriere nicht im Sinn von Position, sondern Meister meines Fachs zu werden. Also das finde ich richtig, richtig poetisch. Du bist ein guter Lehrer. Ja, jetzt haben wir etwas gelernt. Gut, jetzt hat es die anderen alle in Sprachlosigkeit versetzt, oder nein? Vielleicht doch nicht? Naja, es gibt eben dieses eine Ziel. Wir betrachten das bei uns in der Personalentwicklung so. Du hast einmal die Möglichkeit, dich fachlich zu entwickeln. Und du hast einmal die Möglichkeit, dich disziplinarisch zu entwickeln, sprich Verantwortung für andere Menschen zu übernehmen. Und beide Entwicklungen werden gefördert. Und das ist in der Tat sehr daran orientiert, wie ist ein Mensch begabt. Ich möchte auch nicht, dass ich hier heute als Beispiel für einen Karrieremenschen dargestellt werde, weil ich das nämlich überhaupt nicht bin.
Ich habe nie so etwas wie einen Karriereplan gehabt. Ich habe nie Machtspielchen gespielt. Ich habe, glaube ich zumindest nie, mich mit Ellbogen irgendwo durchgeboxt. Und dennoch, ja, ich habe einen guten Job. Ich führe viele Leute und ich verdiene auch angemessen. Und ich glaube aber, ich habe die offenen Türen einfach wahrgenommen und bin da reingegangen, die Gott mir geöffnet hat. Es war nach jeder Tür, die sich geöffnet hat, ohne Ende Arbeit. Ja, du bekommst die Chancen und wenn du die Schwelle übertrittst, dann hast du zu planen, dann hast du hart zu arbeiten, dann hast du Führungsvermögen an den Tag zu legen. Das ist dann meine Aufgabe. Aber ob sich eine Tür öffnet oder nicht, das habe ich immer einfach nur entgegengenommen. Ich glaube, ich kann wirklich behaupten, ich habe nie eine Tür aufgetreten irgendwo mit Fuß. Dennoch habe ich immer Spaß dran gehabt, mich weiterzuentwickeln, mehr Verantwortung zu übernehmen und so weiter. Zentral für mich ist aber, ich möchte das jetzt nicht auf eine fromme Ebene ziehen, aber ich habe mir die Sinnfrage halt auch immer wieder gestellt, was ist meine Berufung jetzt, gerade bezogen auf meine Beziehung zum Herrn? Ich werde sicherlich ihn nicht beeindrucken können bei unserer ersten Begegnung, wenn ich sage, ich habe 140 Leute geführt in einer Firma. Aber vielleicht... Je nachdem, wohin. Genau. Aber vielleicht kann ich ihn damit, naja, nicht beeindrucken, aber vielleicht sagt er, guter Knecht, weil ich diesen 140 das Reich Gottes hingetragen habe. Und das sehe ich als meine Berufung, da wo ich bin, meine Überzeugung, so wie ich das Reich Gottes verstehe, hinzutragen mit meinem Sein, mit meinem Wirken, mit meinem Umgang mit Menschen, habe sehr viel mit Menschen zu tun und wenn es sich die Gelegenheit ergibt, auch mit Reden. Und so ist es dann für mich immer wieder sehr erfreulich, wenn Leute, eine Personalleiterin oder ein Abteilungsleiter, der nochmal eine Ecke höher stand, zu mir kommt und sagt, Herr Wiebe, Sie sind doch da bibelfest, ich habe da irgendwas gehört. Und ja, dann geht's los und dann merkst du, er will Seelsorge. Ne? Er hat ein Thema, Ehe oder was auch immer. Das ist für mich dann immer eine Bestätigung, okay, auch indem ich meine Leute entwickle, indem ich sie antreibe, indem ich von ihnen verlange, habe ich die Möglichkeit, Zeuge zu sein und das Reich Gottes dahin zu tragen und positiv zu wirken. Und das treibt mich an, ist auch ein bisschen ein Ruhekissen für mich, zu sagen, okay, alles, was du tust, das tue wie dem Herrn und so betrachte ich meinen Job. Und ich glaube durchaus, dass Gott eben auch alle Schichten erreichen will. Er will ein mittleres Management erreichen und ein Top-Management und er will die Adligen erreichen und die Politiker. Und überall brauchen wir Menschen, die das Reich Gottes hintragen und so ist ein Johannes Rau für mich immer ein Vorbild gewesen. Das Reich Gottes eigentlich überall hingetragen hat, wo er politisch unterwegs war und seinen Grabstein unterschrieben hat mit, er war einer von ihnen. Diesen Gedanken, wo ich bin, möchte ich das Reich Gottes weitergeben. Vor 19 Jahren wurde meine Frau am Rücken operiert in Bad Wildungen. Wir haben dort eine ganz kleine Gemeinde besucht und da hat einer eine Geschichte erzählt, genau über die Situation. Da ist ein Mann in die Jahre gekommen, war jetzt so 2-3 Tage vor der Rente und der war einfach Mitarbeiter in einem Büro, jetzt keine Karriere gemacht. Und so saß er da, hat nur noch 1-2 Tage zu arbeiten, fing an, so seine Sachen zu packen und war so ein bisschen in der Depri-Phase. Ich habe jetzt hier 20-30 Jahre gearbeitet, was hat es gebracht? Ich habe die Zahlen hin und her geschoben, ich habe es korrekt gemacht, ein tiefgläubiger Mensch. Und er sagt, was hat das hier alles gebracht? Und dann kam der eine Kollege und sagte, Peter, keine Ahnung, wie der Mann hieß, Peter, ich wünsche einen guten Ruhestand, ich wollte mich bei dir bedanken für das Gespräch, was wir da und dort gehabt haben. Da hast du gesagt, das und das, Thema Ehe, Thema was auch immer. Und dann kam der andere Kollege und sagte, du, als diese und diese Situation war, hast du das und das gesagt oder hast du das und das getan? Und das hat echt in mein Leben hineingesprochen. Und so war in der Geschichte einer nach dem anderen, viele Kollegen kamen und sagten, danke. Es hat sich keiner in der Geschichte bedankt für die korrekten Zahlen, die hoffentlich gut waren. Aber alle haben sich bedankt, danke für deine Liebe, für deine Nächstenliebe, für deine Art, wie du dem Menschen begegnet bist.
Sein Job war es nicht, Menschen zu begegnen. Sein Job war es, Zahlen zu schieben. Aber er ist den Menschen begegnet. Und so stimme ich dem voll zu. Ich glaube, es ist egal, wo wir arbeiten. Ich als Christ möchte an guter Arbeit gemessen werden, absolut. Ich möchte meinen Job gut machen, wie Tolik sagte, wie dem Herrn. Aber wie ich mit meinen Kollegen umgehe, egal in welcher Position ich bin, ob ich nur Messtechniker bin, ob ich irgendwo Projektleiter bin, der viel mit Menschen zu tun hat oder sonst irgendwo, am Ende möchte ich, oder hätte ich gern, dass die Leute sagen, danke Eduard, du hast nicht nur deinen Job gemacht, sondern man merkte, du hast den Bezug nach oben und das sieht man. Und das ist für mich ein ganz, ganz wichtiger Aspekt. Ich habe noch 20 Jahre bis zur Rente, dass am Ende sagen, danke Eduard für dies oder für dies. Wäre es schon E-Bike oder noch Pedalen ohne E? Wir wollen es jetzt bestellen. Okay. E-Bike ist voll cool, ehrlich. Auch für Jugendliche. Aber damit es nicht, also musst du es dann als Mountainbike bestellen, da sieht es noch cool aus. Aber damit es nicht zu harmonisch wird, möchte ich das Klischee-Manager auch nochmal wieder ein bisschen bedienen. Wenn ich vor 15 Jahren Bewerbungsgespräche führte, fragten die jungen Leute, darf ich denn noch reisen im Job? Und wenn ich heute Bewerbungsgespräche führe, und wir schauen sehr viel nach jungen Leuten, unsere Region ist strukturschwach, wir haben zu wenig Bewerber, die Metropolen greifen die alle ab. Heute fragen die jungen Leute, muss ich denn auch viel reisen? Und das verstehe ich nicht ganz. Also da endet auch mein Humanismus, muss ich sagen. Vielleicht kann mir das mal einer erklären, aber ich möchte schon noch motivieren, es ist durchaus gut, etwas anzustreben, um auch sich zu entwickeln, die Möglichkeiten zu bekommen, Einfluss zu nehmen in verschiedenen Schichten der Gesellschaft und der Wirtschaft. Und es ist auch cool zu reisen und Menschen kennenzulernen und Städte und so weiter. Ich glaube, die neue Generation Y, oder gibt es schon die Post-Y, die hat schon einen neuen Schlag. Ich möchte da durchaus motivieren, es ist schon gut, mit der richtigen Motivation nach mehr zu streben, natürlich angepasst an dein Profil, an deine Gaben. Ne? Danke. Also ich bin ganz deiner Meinung da. Eine gesunde Karriere ist sehr, sehr gut, glaube ich, für mich. Wenn ich auch mit Menschen zusammen bin, mich frustriert das fast, wenn Menschen in dem Sinn keine Perspektive auf mehr haben. Ist genug. Komme ich nicht mit klar. Weil ich glaube, aber die Definition, wie du sie auch sagtest, es geht nicht um eine Position, es geht nicht um Macht, um Geld, um all das alleine, sondern es geht um Meister meines Fachs zu sein oder um Persönlichkeitsentwicklung. Es geht um Ausstrahlung, es geht um Einfluss. Ich glaube, es geht schon darum, wirklich eine bedeutende Person zu sein. Weil ich glaube, dass Gott uns bedeutungsvoll gemacht hat. Ist nur die Frage, mit was leuchtest du? Ne? Oder mit was wirst du bedeutend? Und da müsste jetzt jeder seine eigene Karriere definieren. Aber ich glaube, wir sind schon auch aufgefordert, etwas anzustreben. Okay, du hast gar nichts dazu gesagt. Ja, ich sag mal so, wie du vorhin angeschnitten hast, dass der Job an sich auch, ich glaube, jeder Job kann auch irgendwie eine Sucht werden. Die Frage ist nur, wie schaffe ich den Ausgleich? Ich glaube, das ist ganz, ganz entscheidend, dass egal, was ich mache oder welche Position ich halt irgendwo auch besetze, dass ich den Ausgleich schaffe und dass ich nicht nur meinen Job in erster Linie vor Augen habe oder das Geld oder manche mehr, manche weniger, sondern auch wirklich auch den Ausgleich zu haben und auch die Mitmenschen irgendwo auch zu sehen und auch deine Position auch irgendwo auch zu leben. Hast du noch große Ziele irgendwo für deine Firma, für dich und deine die Firma? Die Weltherrschaft. Weltfrieden. Okay, also wer mehr wissen will, detailliertere Antworten genau. Später. Können wir gerne dann haben. Dann gehen wir mal noch in ein letztes Thema, bevor wir das hier abschließen, damit ihr nicht nur euch da den Hintern platt sitzt. Wir können gleich noch schöne Gemeinschaft haben. Aber noch ein interessantes Thema, Arbeit und Familie.
ich will mal sagen, so damals war es ja so üblich, der Mann geht arbeiten, die Frau ist zu Hause oder der Mann arbeitet und was auch immer. Und plötzlich entsteht irgendwie eine Beziehung zur Arbeit. Ganz klassisch kann man das an Kindern sehen. Die Kinder spiegeln, wie du sagtest, die spiegeln ja die Sachen. Wo wir jetzt eben mit den Hammern anfingen, war lustig, wir waren da auf dem Missionsfeld, dies und das. Und unsere Kinder wuchsen so auf mit dem, was wir da so machten. Und irgendwann wollte eine Frau auf der Baustelle helfen. Und unser Junge guckte für ihn, sagte, das geht doch gar nicht. Irgendwie für ihn war das Männersache, auf der Baustelle arbeiten. Und ich, nein, Bohrmaschine geht nicht für Frauen. Wie auch immer, war so ein Bild, was Kinder spiegeln. Was spiegeln unsere Kinder? Finden unsere Kinder das cool, was Papa macht? Oder finden sie das blöd, was Papa macht? Haben die Bock auf Arbeit oder haben die keinen Bock auf Arbeit? Oder wie ist die Stimmung in der Familie, die Frau? Arbeitet die Frau? Wie geht das mit den Kindern? Arbeit und Familie. Ein Riesenthema. Irgendwie müssen wir es in die Balance kriegen. Was ist, wenn die Frau erfolgreicher wird wie der Mann? Was macht das mit uns? Interessantes Thema. Ich möchte einfach mal ein bisschen reinhören. Was denkt ihr dazu? Oder wie erlebt ihr das Thema Arbeit und Familie? Wie weit habt ihr Familie zurückgelassen, um erfolgreich in der Arbeit zu sein? Plaudert mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen. Welche Auswirkungen hat es auf die Familie? Da möchte ich das von meinem Papa mal erzählen. Mein Papa hat bei Pappmeier gearbeitet als Schleifer. Und die haben große Behälter für Kunststoffmischmaschinen und kleinere Behälter für Medizintechnik. Mussten sie schweißen und dicke Schweißnähte musste er dann immer erstmal wegschleifen und polieren. Und das war echt ein Drecksjob. Furchtbar anstrengend. Der hat pro Tag teilweise 14 Schrubbscheiben verschlissen. Furchtbar anstrengend und furchtbar dreckig und schrecklich laut. Ich habe da mein Praktikum gemacht, ich habe es mir angeguckt. Boah, dachte ich, alter Schwede, echt hart. Und der ist jeden Morgen singend zur Arbeit gegangen. Nicht, weil es so ein toller Job war, sondern weil er dankbar war, dass er einen Job hatte, dass er dort den Dienst tun konnte. Und das hat mich sehr stark geprägt. Dass ich nicht meinen Jungs immer vorheule, wie blöd mein Job ist, Pusher messen, sondern mich hat das sehr beeindruckt, dass Papa singend zu Pappmeier geht. Ich erzähle meinen Jungs oft, ich habe nicht den Traumjob, aber ich habe tolle Kollegen, so kann man den Job aushalten. Ich möchte Dankbarkeit vermitteln und doch sage ich, zu meiner Generation war das so, Papa ist Schlosser, alle Söhne werden Schlosser. Willi ist ausgebrochen, er war Tischler. Einige andere sind auch ausgebrochen. Ich will meinen Job tun und doch achte ich bei meinen Jungs, was ist ihre Persönlichkeit und die will ich in diese Richtung fördern. Also ich hoffe nicht, dass sie merken, wie oft ich über meinen Job meckere. Ich meine, ich hoffe, ich tue das nicht. Aber ich versuche schon bewusst, Dankbarkeit hineinzubringen, und dass ich einen Job habe und dass ich das da leben kann. So wie beim Papa eben. Nochmal ganz kurz. Also ich sage mal so, wenn meine Frau nicht hinter mir stehen würde, könnte ich den Job gar nicht machen, den ich jetzt mache. Sprich, sie hält mir den Rücken frei und unterstützt mich dabei. Weil sie wir saßen zusammen und sagten, okay, das ist das, was ich plane für die Zukunft, damals, bevor es gestartet ist. Und da waren wir uns auch einig, sie hält mir den Rücken frei und unterstützt mich dabei. Wenn ich es nicht machen würde, könnte ich den Job gar nicht machen, wenn nicht möglich. Das ist dieses Gemeinsame und da muss man sich auch einig sein. Und wenn du zu Hause sitzt und sagst, ja, Job ist doof, das, Arbeit ist doof, eigentlich würde ich gerne irgendwo auf den Bahamas liegen und die Sonne auf dem Pelz scheinen lassen. So als siehst du deine Kinder auch, du lebst denen was vor und die beobachten dich mehr, als du denkst. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Wie erleben deine Kinder deinen Job, euch auch, dass ihr das gemeinsam tragt? Ja, ich würde schon sagen, dass die, also ich merke es bei meinem Sohn, dass der mich, weiß ich nicht, ob er, doch, er beobachtet mich schon extrem. Das merkt man schon. Ne, von klein auf eigentlich. Ich mache es schon seit 11 Jahren jetzt. Ne? Und immer, wenn er ankam,
wichtig war auch immer, sich die Zeit dafür zu nehmen. Nicht zu sagen, hey, ich habe jetzt keine Zeit, ich muss mein Projekt fertig machen, sondern wirklich auch zu erklären und zu zeigen, was mache ich überhaupt da? Was ist mein Job und was tue ich da? Und den Kindern zu vermitteln, was ist deine Aufgabe und was ist dein Ziel? Nicht einfach nur zu sagen, ich mache es jetzt fertig und dann können wir dann uns irgendwie in die Ecke legen und quatschen, sondern wirklich auch den Job, den du machst, auch den Kindern vernünftig zu vermitteln, dass sie wissen, das ist der Job, das sind die Anforderungen und da ist das Ziel. Ist deine Frau berufstätig noch nebenbei? Ja. Einen anderen Job? Genau. Aber sie, neben dem Job unterstützt sie dich mehr emotional oder auch praktisch? Nee, praktisch gar nicht. Also wir haben es bewusst damals getrennt, dass, also für mich ist das so, meine Frau hat mit meiner Firma nichts zu tun. Das war von vornherein schon so und ich habe für mich gesagt, vom ersten Tag an, wenn ich selbstständig bin, das Büro ist nicht zu Hause. Weil wenn das Büro zu Hause ist, sitzt du auch abends davor und dann nachts davor. War für mich immer so, wenn der Job nicht so viel Kohle reinbringt, dass dein Büro zu Hause sein muss, dann lass es lieber. Allein wenn ihr Familie schon. Weil für mich ist es so irgendwie, das sind zwei verschiedene Paar Schuhe. Family ist Family und Job ist Job. Und wenn es anfängt, sich zu vermischen irgendwo oder ständig, dass du mit deinem Laptop immer halt nebenbei noch irgendwas machen musst, dann muss man sich selber, glaube ich, hinterfragen und sagen, okay, ist mein Management, Zeitmanagement richtig? Okay. Und ihr erlebt das gut? Am Anfang war es schwer, klar, ne? Start war nicht ganz so ohne, sag ich mal so, dass man irgendwo auch seine Projekte vernünftig planen konnte. Man muss ja auch irgendwo auch mit den Aufgaben wachsen. Aber in den letzten Jahren, sag ich mal so, behaupte ich von mir aus, ich weiß nicht, vielleicht ist meine Frau anderer Meinung, behaupte ich schon, dass es vernünftig funktioniert. Also ich mache vernünftig meinen Feierabend und ich sehe zu, dass ich abends auch zum Abendbrot zu Hause bin. Oh, hört sich richtig vorbildlich an. Sehr gut. Also man kann hier vieles so Copy-Paste vielleicht mal probieren. Mal hier noch hören, was ist so die Atmo zu Hause und der Support für den Job oder gibt es da Gerangel? Helmut korrigiert die Kinder ständig wahrscheinlich, wenn sie falsch reden. Das passiert tatsächlich und zwar immer dann, wenn sie den Genitiv falsch verwenden. Das stimmt. Ich muss aber noch ein anderes Vorurteil jetzt mal beseitigen. Man sagt, der Lehrer haben vormittags recht und nachmittags frei. Das erste stimmt, das zweite nicht. Die Familie leidet schon extrem drunter, weil diese Korrekturen, die sieht kein Mensch, die macht man aber. Und zwar nachmittags oder abends, eher abends. Und gerade auch in der Hinführung dahin, also zum Studium, Referendariat, da muss die Familie ganz schön hinten anstehen. Und schätze ich meiner Frau hoch an und auch den Kindern, dass sie das ausgehalten haben. Aber was mir wichtig ist, nochmal zu betonen, wir leben in einer Zeit, in einem Land, wo wir die Arbeit wählen dürfen. Das war historisch gesehen über Jahrhunderte, Jahrtausende nicht der Fall. Da muss man das tun, was man tun musste, um satt zu werden. Und das möchte ich gerne transportieren, auch meinen Kindern gegenüber, dass man die Möglichkeit hat, zu wählen, und dann auch mit dem Bewusstsein zu arbeiten, Gott hat uns dafür geschaffen. Wir tun das nicht, um einfach nur satt zu werden, sondern wir haben die Möglichkeit, unsere Gaben, unsere Berufung zu finden, auch in der Arbeit. Und dafür muss ich eine gewisse Vorleistung treten. Da ist unsere Generation und die nachfolgend ist, in einer exzellenten Lage, dass wir das erreichen können. Das war auch meinen Eltern zum Beispiel nicht vergönnt. Die mussten noch kloppen und schuften, um einfach nur satt zu werden. Und da bin ich sehr, sehr dankbar für. Und diese Dankbarkeit möchte ich gerne meinen Kindern zu Hause auch vermitteln. Wow, es ist wieder so eine kostbare Sache hier. Wir haben die Chance zu wählen. Ich habe das meinen Kindern auch gesagt. Und ich wusste nicht, was solche Worte als Konsequenz haben können. Als dann eines Tages, wir waren da draußen auf dem Missionsfeld, du lebst von der Hand in den Mund, du dienst den Armen. Und mein Sohn sagt, ich will Filmregisseur werden. In Hollywood. In Hollywood. Und ich wusste gar nicht, wie man Filmregisseur schreibt oder sowas. ich habe mir auf die Lippen gebissen, um zu sagen, hau dir die Flauseln aus dem Kopf. Na, irgendwo, weil ich ja sonst, ich lehre das ja auch eben, ihr dürft wählen, muss eure Berufung erkennen, lebe deinen Traum, mach Karriere in Gottes Sinn, tu was Gutes für dich und die Welt. Und der hatte wirklich diesen Wunsch. Na, und ich habe dann mit Christiane gebetet und wir haben gedacht, okay, ermutige ihn so ein bisschen, mal gucken, er soll das rausfinden. Und er hat das dann, um eine lange Geschichte kurz zu machen, der hat das wirklich gemacht. Und heute ist er in Hollywood, ne, und macht da so kleine Filmchen oder jetzt hat er seinen ersten Spielfilm rausgebracht, immerhin.
Und man entwickelt sich. Und also man kann was in die Kinder legen. Und ist genial. Also einfach dieses Beispiel, mich berührt es selbst immer wieder. Noch ein Abschluss von dir und dann wollen wir auch zum Ende kommen. Vielleicht nur als Info. Keines meiner vier Kinder tritt in meine Fußstapfen beruflich. Ne? Ich denke noch darüber nach, wie ich das zu werten habe. auf der anderen Seite gehen sie aber auch alle irgendwie in einen aktiven Beruf. Zwei planen Ingenieur zu werden, Wirtschaftsingenieur, einer plant Wirtschaftswissenschaftler zu werden und einer plant Lehrer zu werden. Also entnehme ich dem schon mal, sie haben zumindest das Grundsätzliche zur Arbeit gehen, jeden Tag sozusagen positiv mitgenommen und übernommen. Das ist schon mal wertvoll. Wir haben auch dieses klassische Modell gelebt. Meine Frau hat mir den Rücken freigehalten. Ich arbeite 60, 70 Stunden die Woche. Das ist eher die Normalität. Und ganz klar, ich habe viel verzichten müssen, auch auf meine Familie. Also ich habe oft Nein sagen müssen. Es wär gelogen, das jetzt nicht zu sagen. Wir haben aber auch eine besondere Konstellation. Meine Frau und ich sind beste Kumpels, beste Freunde, Liebespaar. Und die Zeit, die wir gemeinsam verbringen, die verbringen wir intensiv. Das sagt jeder, ich verbringe, es kommt nicht auf die Menge, sondern auf die Intensität der Zeit an, ich weiß. Aber das hat mir immer Kraft gegeben und auch meiner Frau. Also das muss man mitnehmen, wenn man sagt, ich will viel erreichen, ich will wachsen, ich will die Welt erobern, wie Johann sagte. Ja, du wirst verzichten müssen. Auf der anderen Seite will ich sagen, wir haben den Auftrag bekommen, diese Erde zu verwalten von Gott. Und dieser Auftrag bedeutet nicht nur immer ausführend zu sein. Dieser Auftrag bedeutet auch, die Lücken, die sich auftun, wahrzunehmen, zu gestalten, Verantwortung zur Führung zu übernehmen. Und diese Verantwortung haben wir als Christen definitiv. Wo wollen wir Einfluss nehmen, wenn wir Wachstum und Verantwortungsübernahme nicht als Chance sehen? Das müssen wir tun. Und deswegen möchte ich gerade die Jungen ermutigen. Es gibt einen Josef in der Bibel, es gibt viele weitere Männer Gottes, die Gott ganz nach oben gestellt hat in säkularen Strukturen, die dann aber ein ganz besonderer Teil seines Heilsplans waren. Und das ist der Grund, weswegen ich voller Überzeugung in dieser Position bin, wo ich gerade bin, und auch andere ermutigen möchte, wenn du einen Hang, einen Wunsch danach verspürst, dann geh dem nach und prüfe. Dankeschön. Wow, das waren sehr viele, sehr gute Impulse, Zeugnisse. Ich weiß nicht, wie es euch gegangen ist. Ich habe eben hier und da, nicht nur hier und da, etliche gute Impulse aufgenommen. Ich glaube auch, dass es ein Vorbildcharakter sein kann, Ermutigung sein kann. Vielleicht ist nicht alles in deine Situation, aber das eine oder das andere. Wir möchten jetzt hier abschließen und wir haben noch genug Zeit hinterher. Kommt auf uns oder auf die Leute zu, fragt noch tiefere Fragen, vielleicht in Gesprächen. Als Konsens ist mir wichtig, dass wir als Männer unseren Platz finden. Wenn wir als Männer unseren Platz nicht finden, sei es in dem Beruf, in der Familie, wenn wir da nicht stehen und da nicht Mann sein leben, dann sind erstens wir nicht glücklich und wahrscheinlich die in unserem Umfeld auch nicht. In der Familie, an der Arbeit. Und ich glaube, dass wir hier miteinander einen guten Weg gehen können. Der sieht vielleicht für jeden anders aus, aber ich glaube, Gott hat sowas Geniales in dich hineingelegt. Und das lohnt sich zu entwickeln auf der Arbeit oder sonst wo, auch in der Gemeinde. Natürlich, heute ist das Thema Job. Für mich ist das hier ein Job, mein Job hier. Gibt es auch eine interessante Geschichte zu, weil mein Vater war Geschäftsmann. Und ich fand ihn immer toll. Aber ich wollte nie das machen, was er gemacht hat. Ich war ein bisschen Rebell. Habe ich gedacht, ich will das praktisch machen. Ich will draußen in den Garten. Dann bin ich Gärtner geworden. Dann war es nicht. Dann hat er gesagt, wenn er Gärtner wird, dann soll er wenigstens selbstständig werden. Dann wollte er mich in die Selbstständigkeit führen. Ich sage, nee. Da hatte ich schon wieder das Nächste drauf. Dann wollte ich irgendwo. Dann bin ich in die Mission. Und dann sagte er, ey, wir haben immer für die Mission gebetet. Und jetzt geht mein eigener Sohn. Ich habe meinen Eltern regelmäßig geschockt. Im Nachhinein sind sie so dankbar, so stolz für den Weg, den ich gegangen bin, als Missionar, als Pastor.
wir haben viele andere Sachen gemacht und das war mein Weg. Finde du deinen Weg. Soweit, wir schließen hier ab. Marco? Genau das soll diese Serie Mannsein sein. Wir wollen unterschiedliche Facetten kennenlernen, wir wollen selber inspiriert werden, aber auch verstehen, wie andere Menschen denken, wie andere Männer denken vor allem. Was vielleicht nicht für uns selber passt, aber was für die passt und sie so stehen zu lassen, wie sie sind. Aber vor allem auch selbst inspiriert werden, herausgefordert werden. Und ich denke, das war ein sehr guter Anfang. Gib diesen fünf Männern mal einen Applaus, dass sie sich geöffnet haben. Applaus